Irgendwo hinter Scheibe Alsbach macht die Schwarza ihre ersten plappernden Schritte. Und das Tal, dem sie ihren Namen gegeben hat, war einmal so richtig berühmt. Sinnbild für Natur, Ruhe und Erholung. Erste Schritte entlang der Ufer. 51 Kilometer lang ist die Schwarza, bis sie hinter Bad Blankenburg in der Saale den Namen verliert. Bevor sie auf Reisen geht, kurz hinter der Quelle, hat man sie zum Trinkwasserspeicher gemacht. 23 Hektar groß, Frühstück im Freien. An vielen der steilen Hänge wurde früher Schiefer gebrochen. Die Vergangenheit hat inzwischen Rost angesetzt. Abenteuerurlaub abseits der ausgeschilderten Wege. Hier holt sich die Natur zurück, was ihr der Mensch einmal genommen hat. Und es wird lange dauern, bis alle Wunden vernarbt sind. Die meisten Wege sind gut gekennzeichnet im Schwarzertal, im thüringischen Schiefergebirge, einem Paradies für Wanderer. Schieferhäuser geben den Städtchen und Dörfern ihr Gesicht. Hier ist die Luft noch sauber, sagen die Leute. Geborgenheit versteckt sich in den Nischen einer sanften Hügellandschaft. Sommerwiesen mit Baumbesatz. Nichts Spektakuläres, aber Labsal doch für Großstadtseelen. Direkt nebenan, wo tief unten die Lichte fließt, sind die Menschen dabei, ein riesiges Tal auszuräumen. Wasser für Thüringen, Talsperrenbau. Kahle Hänge und darunter das, was später einmal die Uferstraße sein wird. Tschechische Holzfäller haben den Wald abgeholzt und symmetrisch zurechtgestutzt. Und rund um Stollen und Blumen tanzt das Ballett für Raupe und LKW. Ständig liegt ein bedrohliches Brummen in der Luft. Der Blick bleibt im Dunst hängen und Mensch und Maschine verlieren sich im Tal und an den Hängen. Jetzt wissen wir und die Kamera, wie fein Staub sein kann. Am Hang machen sich die Kollegen der sächsisch-thüringischen Abbruch- und Sprengtechnik über die geplante Straßentrasse her. Mit einer geballten Ladung wollen sie eine übergroße Unebenheit einfach wegpusten. Routine für sie. Für uns spannend. Da werden die unterschiedlich tiefen Bohrlöcher mit Sprengstoff gefüllt, das Ganze gestopft und zugeschaufelt. Zum Glück sind die Würste bei Metzger meist wesentlich ungefährlicher, denken wir bei diesem Anblick. Der Sprengstoff sieht ja aus wie Würste, wie Mettwürste. Woher wissen Sie denn, wie viel Gramm jetzt ins Loch müssen? Da ist ja keiner, der sagt, darf es ein Achtel mehr sein oder so. Ja, das sind reine Erfahrungswerte. Wir haben dann schon in etwa so unser Gefühl drin. Wir wissen eine Ladenmenge, kaum Kubik und so weiter, was wir so in etwa haben. Wir wissen in etwa, was wir pro Meter, 1,50 Meter, 2,50 Meter, dafür haben wir unser ausgerechnetes Schema. Ne? Das ist das erste Signal, ne? Ja. Und das zweite Signal erfolgt zweimal kurz.
Da unten liegt Leibis, ein Geisterdorf. Bald werden es die Bagger und LKW niedermachen und aus dem Tal bringen. Die Menschen sind schon fort. Bei der Einrichtung von Trinkwassertalsperren dürfen kein Haus und kein Strauch mehr im Tal bleiben. Es scheint, als gäbe es keine Zeit mehr in Leibis. Doch irgendwo in einem Hausflur finden wir sie wieder. Leibis ist gestorben. Die Toten werden noch umgebettet, die Lebenden sind bereits umgezogen. Das Flüsschen, das hier gestaut werden soll, wird sicherheitshalber bereits durch den Berg umgeleitet. Das alte Bett ist fast trocken gefallen, den Rest besorgt die Hitze. Ein Stück weiter unten ist die Lichte wieder da und nutzt ihr altes Bett weiter. Warum die Umleitung? Zwischen Ein- und Ausfluss soll die gewaltige Staumauer gebaut werden. An dieser Felsnase wird sie einmal beginnen und auf einer Breite von 385 Metern das Tal schließen. 98,5 Meter wird die Mauer hoch sein und oben 9 Meter breit. Seit 13 Jahren wird hier gebaut. Das Bauen von Talsperren ist nämlich ein zeitraubendes Geschäft. Lange vor der Wende begonnen, weit nach der Wende 1999 fertig. Und dazwischen zweierlei Recht und in der Übergangszeit ein drittes. Aber bis jetzt haben die Juristen nicht gestört. Die 100 Einwohner von Leibis sind vom Staat abgefunden worden und haben sich an einem sonnigen Hang, Luftlinie 4 Kilometer entfernt, neue Häuser gebaut. Noch nicht ganz fertig, aber doch zufrieden. Ist eigentlich durch die Wende, die ja dazwischen gekommen ist, zwischen dem Beginn der Bauarbeiten und das Ende irgendwann, hat sich da was für Sie verändert zum Positiveren oder zum Negativeren? Ja, zum Positiven dadurch, dass die Häuser einen anderen Standort haben, den es zu DDR-Zeiten nicht gab. Zu DDR-Zeiten war ja vorgesehen, dass so eine Art Blockbauweise, so Fertigbauhäuser gebaut werden sollten. Und durch die Wende hat sich dann ergeben, dass eben auf moderner Art gebaut wird. Das ist schon ein großer Vorteil gewesen dadurch.